Hi, liebe Zuschauer! Endlich kommt mal wieder ein Video auf diesem Kanal. Gab jetzt ewig nichts mehr zu berichten. Keine Testfahrten, keine Autos mehr angeschaut. Pandemie, also zu Hause. Alles steht irgendwie still. Aber heute ist es wieder soweit. Heute gibt es ein kurzes Video. Und zwar möchte ich euch mein neues Fahrzeug vorstellen. Ja, tatsächlich. Ich habe ein neues Fahrzeug. Und zwar ein paar technische Rahmenbedingungen, in wo sich das Ganze abspielt. Das Fahrzeug hat eine WLTP-Reichweite von ca. 100 Kilometern. Es hat einen Drehmoment von 59 Newtonmetern. Es hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 120 Kilo oder sowas. Ihr könnt es vielleicht schon ahnen, es ist kein Auto. Ist nicht ganz ernst gemeint, das Video und der Titel. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Und zwar ein VanMoof. Ein VanMoof S3. Ich habe davon das erste Mal gehört im Clean Electric Podcast. Da haben die Jungs dann das relativ ausführlich und intensiv vorgestellt. Ist schon lange, lange her. Und jetzt irgendwann habe ich damit eine Probefahrt gemacht vor ein paar Wochen. Nee, also vor 2 Wochen, würde ich sagen. Und dann habe ich das einfach mal mitgenommen, direkt im Shop. Die Fahrräder bei VanMoof, die kann man nämlich die aus der Ausstellung einfach kaufen. Die sind neuwertig, nicht gefahren, nicht bewegt worden. Die werden einfach zusammengeschraubt und man kann es sofort mitnehmen. Habe ich dann gemacht. Echt ein tolles, spaßiges Teil. Ja. Es ist, wie gesagt, nicht ganz ernst gemeint. Es ist kein neues Auto. Ich habe jetzt immer noch kein eigenes Auto. Also wir fahren jetzt im Moment immer noch mit dem E-Up von meiner Freundin rum. Klappt super gut. Man fährt ja kaum. Man ist zu Hause, Homeoffice und so weiter. Deswegen, bevor ich jetzt ein neues Auto kaufe und das noch rumsteht, habe ich gedacht, lieber in dieses schöne Fahrrad investieren. Ja, es... Wie gesagt, so je nachdem wie man fährt, zwischen 60 und 120 Kilometern Reichweite oder sowas. Es hat 4 Unterstützungsstufen, elektrische. Wenn man in der 4. nur unterwegs ist und nur den Boost-Knopf drückt, denke ich mal, reicht es nicht für die 100 Kilometer. Wenn man vielleicht auf Stufe 1 oder 2 fährt, sind die 100 wahrscheinlich locker drin. So, was kann man denn hier noch zeigen an dem Fahrrad? Ja, das ist ein ziemlich smartes, cooles Fahrrad. Es gibt eine App dazu. Mit der App könnt ihr Einstellungen an dem Fahrrad ändern. Ihr könnt von der Klingel das Geräusch zum Beispiel ändern. Ihr könnt die Unterstützungsstufe einstellen. Ihr könnt natürlich navigieren, das Fahrrad orten, ein Software-Update und so weiter ausführen. Also, das ist schon eine smarte Sache. Was gibt es noch dazu zu sagen? Was ich eigentlich ganz cool finde, muss ich euch mal zeigen, das ist, wie man das Fahrrad hier abschließen kann, wie man das Fahrrad sichern kann. Das ist hier dieses Kicklock. Das Ding einmal reintreten, fährt hier ein Bügel zu. Kann man den sehen? Ne, kann man nicht sehen, ist egal, fährt zu. Das Fahrrad ist abgeschlossen, ist gesichert, kann nicht mehr bewegt werden, kann nicht mehr weggefahren werden. Genau, dann ertönt ein Alarm, wenn man das trotzdem versucht zu bewegen oder zu tragen oder zu rütteln und so weiter. Genau, wenn man es wieder aufschließen möchte und Bluetooth verbunden ist und man sich mit dem Handy Fahrrad nähert, einfach das Knöpfchen drücken. Ich mache das mal gerade. Ich bin gespannt, ob die Bluetooth-Verbindung jetzt aktiv ist, wo ich das Video aufnehme. Ich zeige euch mal, ich drücke mal jetzt hier den Knopf. Ja, das Fahrrad ist aufgewacht. Gut, das war jetzt aber auch nicht abgeschlossen, das war nur im Standby-Modus. Genau. Das Matrix-Display, kann man das einigermaßen sehen. Ist wahrscheinlich bei den Lichtverhältnissen ein bisschen schwierig. Akkuanzeige und die Geschwindigkeit zeigt mir hier an. Beleuchtung, ziemlich cool gelöst. Wie ihr seht, im Rahmen integriert. Gute Sache. Echt schick. Der Motor ist vorne. Es hat eigentlich einen herkömmlichen Kettenantrieb. Die Kette ist aber geschützt halt in so einem kleinen
in so einem kleinen Tunnel hier drin. Ist aber eine ganz normale Kette, wie man vielleicht erkennen kann. Ja, das Fahrrad hat eine Automatik. Das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert, finde ich, für ein Fahrrad. Es schaltet die Gänge automatisch. Man kann ein Profil einstellen in der App und sagen, hier ist es flach oder hier ist es hügelig, bergig. Oder ich kann auch den Custom-Modus auswählen und selber einstellen, bei welchen Geschwindigkeiten das Fahrrad schalten soll oder nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich bin jetzt im Moment mit der Automatik unterwegs, ist gewöhnungsbedürftig. Fahrrad mit Automatik kannte ich jetzt vorher so noch gar nicht. Und das geht aber. Man kommt da mit der Zeit, kommt man so ein bisschen rein und lernt es halt kennen und dann hat man so ein bisschen Gespür dafür, wie und wann es schaltet. Ist auf jeden Fall echt cool. Jetzt es kommt jetzt ein Software-Update, das ist jetzt ganz bald verfügbar. Ich glaube, einige haben es auch schon. Es wird halt so ausgerollt, Leute kriegen es so nacheinander. Es wird dann möglich, mit diesem Software-Update auch manuell zu schalten. Also soll kommen. Kann man einfach mit den Knöpfen am Lenker kann man quasi hoch und runter schalten, so wie man das kennt von herkömmlichen Schaltungen. Was kommt in der App noch? Ich glaube, das war das größte. Oder dass man während der Fahrt die Unterstützungsstufen umschalten. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nur im Stand. Ich mache das Ganze hier mal vor. Wenn man diesen Knopf hier gedrückt hält. Genau. Jetzt ist es auf 3, 4, 0, 1, 2, 3. Ich bin eben auf 3 gefahren. Ich lasse das jetzt auch mal auf 3. Ganz cool. Die Klingel ist hier bei sowas Smart und natürlich auch digital. Ist hier der Knopf. So. Es gibt 3 verschiedene Klingeltöne, so eine Tröte und 2 so Klingel-Sounds. Genau, hat relativ, also es hat keine Federung, ist kein gefedertes Fahrrad, aber kommt echt mit diesen fetten Ballonreifen, die echt ganz gute Arbeit machen beim Federn. Kann man hier lesen, was es ist? Ah, schwierig. Schwierig hier im Licht, warte mal. Ich versuche das auf der anderen Seite mal zu entziffern. Nee, schwarz auf schwarz. Ich Blindfisch kann das nicht lesen. Auf jeden Fall sind es richtig fette Reifen, die einiges wegfedern. Eigentlich ist es ziemlich bequem, das Ganze. Bequem ist es ja ohnehin, allein schon durch die Sitzstellung meine ich. Wenn ich mal angucke, wie der Sattel und der Lenker stehen. Man sitzt relativ aufrecht. Ich bin jetzt erst, keine Ahnung, ich bin jetzt 20 Kilometer oder so mit dem Fahrrad gefahren. Aber die Sitzposition ist total super, also nicht zu vergleichen mit so einem Mountainbike. Für ungeübte Fahrer, so wie mich, ist auch ein Mountainbike halt immer das Problem, es geht immer so auf die Handgelenke. Ne? Man sitzt da irgendwie so drauf und nach einiger Zeit tut halt irgendwie alles weh. Das ist hierbei halt gar nicht, ne? Weil ihr sitzt halt hier wie auf so einem normalen, wie auf so einem Hollandrad. Ja, ist ziemlich cool. Also macht echt Spaß, das Fahrrad. Mal gespannt, wie langlebig das ist. Ich habe jetzt zusätzlich noch, also das Fahrrad liegt preislich irgendwo bei knapp 2200 Euro, meine ich. Ich habe jetzt noch den Diebstahlschutz, also so eine Art Diebstahlversicherung, habe ich jetzt noch mit abgeschlossen für 3 Jahre. Das bedeutet, wenn das Fahrrad geklaut werden sollte, dann wird es halt wiedergeholt. Also das Fahrrad ist, man kann es halt orten, es hat halt ein. Es hat eine Standortermittlung, eine Möglichkeit. Und wenn es geklaut wird, kommt man bei VanMoof Bescheid sagen, mein Fahrrad ist weg, hol es mir mal wieder. Ich habe hier den Diebstahlschutz aktiviert. Und dann fahren die irgendwie hinterher und versuchen es einem wieder zu holen. Wenn es nicht geht, kriegt man halt ein neues. Das ist halt eigentlich auch noch ganz cool. Deswegen der Kicklock rein, einfach irgendwo stehen lassen, hat man da nicht mehr so große Angst. Falls es wegkommt, naja, ist ärgerlich, aber dafür gibt es dann Lösungen. Mir fällt noch ein Punkt ein. Ihr könnt den Akku nicht rausnehmen. Das kann Vor- oder Nachteil sein, je nachdem, wie man sieht. Also der Akku ist hier drin, verbaut. Die ganze Elektronik ist hier in der Stange. Ihr seht, hier ist auch der Anschluss, hier ist so ein Reset-Knopf, irgendwie ist der Lautsprecher. Kann man das sehen? Ja, kann man wahrscheinlich nicht erkennen. Auf jeden Fall, der Akku sitzt hier drin. Kann man nicht rausnehmen. Das heißt, zum Laden müsst ihr an eine Steckdose. Ihr müsst das Ladegerät nehmen, Steckdose und hier reinstecken, dann wird es geladen. Also wenn ihr irgendwo im 10. Stock wohnt und das Fahrrad in der Wohnung laden wollt, ohne Aufzug. Nee, 10. Stock ohne Aufzug.
Oh, jetzt ist das Fahrrad, hat sich wieder abgemeldet. Ich glaube, es ist jetzt wieder eingeschlafen. Also wie gesagt, man kann den Akku nicht rausnehmen, mit hoch in die Wohnung nehmen und anschließen zum Laden. Ist halt für irgendwie im Keller oder in der Garage oder so zum Anschließen ideal, so mache ich das. Genau, es gibt im Zubehör, habe ich noch gesehen, zu kaufen eine Akku-Erweiterung, so eine Powerbank sozusagen. Die wird dann einfach hier fixiert. Das ist wie so eine Dreiecksform, wird dann hier ein bisschen festgeschraubt, befestigt und kann dann hier über ein Kabel den quasi einen Range Extender, würde man beim E-Auto sagen. Damit kommt man halt dann nochmal irgendwo, keine Ahnung, je nach Fahrweise noch einige Kilometer, also wahrscheinlich nochmal um 30 bis 50 Kilometer oder sowas, kann man sich die Reichweite mit diesem Extender hier noch erhöhen. Genau. Hier ist jetzt keinerlei Zubehör dran. Also es gibt Zubehör, es gibt einen Gepäckträger für hinten, es gibt einen Gepäckträger für vorne, es gibt einiges Zubehör, habe ich bei Funmove gesehen. Und Thema Beleuchtung ist ja auch so eine Sache. Eigentlich müssen noch Reflektoren dran, vorne Frontreflektor, hinten Reflektor ist auch dabei, ist jetzt noch nicht dran. Hier sind jetzt nur die Reflektoren hier dran, die sehen natürlich auch nicht gut aus. Müssen wir auch noch irgendwas überlegen. Am besten wären ja irgendwie wären so reflektierende Mäntel. Muss ich mal gucken. Also das sieht nicht aus. Die möchte ich nicht haben. Die möchte ich weghaben. Scheibenbremsen vorne und hinten. Das ist, glaube ich, Standard heutzutage. Das muss man, glaube ich, nicht noch besonders erwähnen. Hydraulische Bremsen, denke ich mal, auch klar. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles. Also, Fahrzeugvorstellung von Move S3 von diesem Jahr. Das ist quasi vom S2, die Fortführung hat sich optisch, glaube ich, gar nichts dran verändert, nur halt irgendwie Software und interne Veränderungen. Genau, sonst alles beim Alten. Es gibt davon, wenn ihr, also ich bin 1,80 Meter, ich kann damit super bequem fahren, ich kann darauf super bequem sitzen. Natürlich könnt ihr den Sattel noch verstellen. Wenn ihr kleiner seid, irgendwo unter 1,70 oder sowas, dann gibt es davon auch ein X3 statt S3, also ein anderes Modell. Dann ist die Stange einfach irgendwo hier auf einer anderen Höhe. Das Fahrrad sieht dadurch alles ein bisschen seltsam aus, ein bisschen anders aus auf jeden Fall. Könnt ihr euch aber auch anschauen, wenn ihr etwas kleiner seid und ein kleineres Fahrzeug bevorzugt. Ja, ich versuche mir damit so ein bisschen vielleicht die Wartezeit auf ein neues E-Auto. Irgendwann wird es wohl wieder kommen, aber noch im Moment ist einfach kein Bedarf. Im Moment brauche ich einfach keins. Wenn es irgendwann wieder zur Arbeit geht, vielleicht ein, zwei, drei Tage die Woche, dann bin ich wieder dabei. Dann gibt es hier wieder was zu berichten und dann gibt es hier wieder hoffentlich ein bisschen mehr Stoff auf dem Kanal. Im Moment, ich will euch nicht langweilen mit irgendwelchen Wunder-Akku-News und was der Teufel, mit irgendwelchen Sachen, die ihr selber euch auch, die ihr selber nachlesen könnt, die ihr selber euch überall mitkriegt. Ich denke mal, ich komme das nächste Mal mit einem Video, wenn es irgendwie einen fahrbaren Untersatz gibt. Ah, ich habe eine Idee. Mein Kumpel hat sein ID3 gestern abgeholt. Ich habe zwar ja schon mal eine ID3 vorgestellt, aber der mit der Tech-Ausstattung von einem Kumpel mit dem Head-Up-Display und so weiter, das könnte man vielleicht mal machen. Ich muss mal schauen, ob er Bock hat und ob er Zeit hat für sowas. Ja, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.